Folge Nummer 17 von Avorion. Wir sind hier wieder drin mit unserer kleinen Drohne, waren wir unterwegs und wir haben gesagt, wir machen ein Bergbauschiff. Fliegen wir ja von der Station ein bisschen weg, aber das können wir ja ruhig in der Nähe machen, dann kriegen wir ja wieder Personal dazu. Da oben ans Fähnchen dran. Und gib einen Namen ein. Meiner, ich glaube, 3. 500 Titan? War das nicht immer Eisen? Ist ja krass, dass wir jetzt Titan nehmen. Dann ist das so. Ja, und jetzt fliegen wir los. Wenn du drückst, gibt es tatsächlich ein Geräusch. Aber ich glaube, der kann nicht fliegen, weil er keine Dingens hat, ne? So, ab in den Baumodus. Kurz so drehen, dass wir von hinten das Ganze angucken. Und zwar brauchen wir jetzt hier noch ein bisschen... Nee, Quatsch. Wir brauchen hiervon erstmal einen Generator. Obwohl der ja was hat, ne? Steuerung C, Steuerung V. Dann den Titan-Generator auswählen. Wie viel ist denn das? 400. Wir haben 1000. Sollte also funktionieren. Und dann Energiecontainer dazu. Der kostet 140. Ja. Würde ich jetzt tendenziell mal hier hin machen. Und da oben machen wir noch einen hin. Und dann schauen wir nochmal, dass wir hier vielleicht was hinkriegen, oder? Das sind 100. Das können wir dann mal 3 machen noch. Dann haben wir da 3 von. Dann ist Titan Ende. So, dann müssen wir auf Eisen schwenken. Hülle, nee, wo ist denn hier unsere Quartiere? Trägheitsdämpfer brauchen wir auch. Da sind Quartiere. Würde ich jetzt mal hier so hinbauen. Und dann brauchen wir einen Trägheitsdämpfer. Hauen wir den mal da rein. So, und dann brauchen wir noch was zum Rollen und so, ne? Wo sind das denn hier alles? Eisengenerator? Ne, den gibt's ja nicht. Dann müssen wir hier was aussuchen. Flugschreiber, Produktion. Ne, da sind wir alles falsch. Korrekturdüsen. Gerichtete Gyrophalanx. Dann machen wir erstmal den dahin. Und schon ist das Schiff so richtig cool unterwegs, oder? Wie sehe ich das? So, jetzt müssen wir rotieren. Und zwar würde ich jetzt mal so rotieren wollen. Und dann geht das auch so. Und dann machen wir noch so ein. Und den rotieren wir jetzt. Nochmal so. Und dann ist der richtig. Nö. Welchen haben wir denn jetzt? Ich glaube, den haben wir noch nicht, ne? Die anderen beiden haben wir. Wir werden es gleich sehen. Der ist so, der ist so, der ist so. Passt. So, der kann schon mal was, obwohl er nichts kann, ne? Jetzt brauchen wir noch, weil es meiner wird, Frachtraum. Und den baue ich mal hier unten drunter. Ja, machen wir so, egal, oder? Was sagt er jetzt hier? Ja, ist schwach, ist klar. Ach komm, wir machen das ein bisschen anders hier. Das ist ja voll doof so, ne, oder? Ich glaube, noch einen Tacken größer. So passt es, oder? Ah,
Ah, da sehe ich natürlich jetzt nicht so viel. Aber wir können dieses Fenster ja auch schließen, ne? Tatsächlich, ne? So, jetzt haben wir so einen dicken Bohrhammer-Sitzung. was brauchen wir noch was? Ist die Frage. Ich glaube eher nicht, ne? Frachtraum ist zuletzt gebaut, ja. Oder nochmal? Sollen wir nochmal was machen im Frachtraum? Zack. Das ist ein dicker Fisch jetzt, oder? So. Den lassen wir erstmal so, ne? Sieht so aus wie so eine Farbspritzpistole. Könnte jetzt noch hier so. Ne, der war falsch rum. Der war richtig rum. Den machen wir mal so. Und hier vorne kommt dann noch so eine schicke Hülle hin. Aber warte mal, dann machen wir den Stein noch mal zum Kopieren. Gehen noch mal auf die Hülle. Und bauen die da vorne dran. So richtig coole Farbspritzpistole. So, und dann brauchen wir jetzt noch hier Doppeleisenbergbaugeschützturm. Und sonst noch Eisenbergbau. Und da geht eigentlich noch einer. Ja, geht sogar noch hin. Allerdings, was sagt er? Ah, wir haben nicht genug Slots dafür. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir den nicht nochmal entfernen und dann den da hinsetzen. Dann haben wir die beiden gleich, ne? So, das ist erstmal da soweit gut. Würde ich jetzt mal so lassen. Und dann gehen wir da ins Schiff. Das brauchen wir jetzt gerade nicht kopieren, oder? Aber wir können es aber auch machen, ne? Wäre auch egal. Und dann gehen wir hier auf Bauteile. Frachtraum-Upgrade haben wir auch irgendwo gefunden. Da kommt ein Bergbausystem rein und siehe da, keine Energie mehr. Handelssystem. Standard-Handelssystem. Hyperraum-Upgrade. Scanner-Upgrade. Detektor. Nee. Das bedeutet, wir müssten jetzt noch einen Generator haben, den wir aber aufgrund von fehlenden Ressourcen nicht benutzen können. Aber vielleicht, lass uns mal gerade gucken. Oh, der ist aber flott unterwegs, ne? Lass uns mal gerade hier docken gehen, um zu gucken. Wo ist ein Dock? Da ist eins, da unten auch, ne? Fliegen wir mal da gerade hin. So, interagieren, Crew anheuern. Und zwar, was brauchen wir denn hier? Nicht genug Besatzung für Bergbautürme, Mechaniker und das ist sehr schwach. Ich tippe mal drauf, dass wir zwei brauchen. Und das andere waren Mechaniker. Sind das Mechaniker? Ne, das sind Ingenieure. Ja, dann heißt das, wir nehmen da normale. Aber auf so einem Schiff sind ja immer auch welche, ne? Oder wie war das? Dann brauchen wir keine anheuern. B? Nee, Quatsch, P. Und Personal und jetzt haben wir zwei Leute da und dann ist auch das da weg, weil jetzt funktioniert es. Aber wir brauchen noch einen Bergbaumann. Interagieren wir nochmal. Crew anheuern. Bergbau an. Nochmal einen anheuern. Nochmal P. Ah, hat er automatisch reingesetzt. So, das reicht.
Akku haben wir genug. Und uns fehlt jetzt definitiv die Energie, ne? Wegen dem System. Also wir können jetzt hier auch nicht fliegen, weil man sieht, das ist ganz cool gemacht mit dem Flackern, dass die Energie tot ist, ne? Das heißt, wir müssen leider nochmal P, nicht B, das Bergbausystem gerade rausnehmen. Und dann kann er auch wieder fliegen. Und dann müssen wir gucken, dass er, wie heißt es, abbaut, ne? Und am coolsten wäre natürlich, wenn er jetzt hier Dingens abbaut, sag schon, hier gibt's gar keinen, doch, hier oben sind die Asteroiden, ne? Okay, da baut ein anderer gerade ab, aber mehr auch nicht. Ja, schön. Das bedeutet, sieht einer hier Asteroiden? Ich sehe sie gerade nicht. Einmal hier rein und gucken, ob es da irgendwo Asteroiden sind. Okay, da hinten sind sie. Und wir können auch noch mal beim Ausrüstungsdock vorbeifliegen, oder sind wir da angedockt sogar? Ist das das Ausrüstungsdock? Ja, ne? Ja, klar. Lass uns mal gerade noch mal hier reingucken. Aber wir haben nicht mehr viel Geld, ne? Und hier. Generator-Upgrade, okay. Das wäre ja das, was wir gebrauchen könnten, ne? 21 bei Festanschluss nicht aktiv, Aufladerate plus 10. Das würden wir uns auch noch leisten können. Oder wie sehe ich? 43, 270? Ja, das würden wir gerade so uns generatormäßig leisten können. Und dann kannst du durch kein einziges. Aber das machen wir. Was sagt er? Achso, wir sind nicht angedockt. Okay. Da ist der nächste Point. Das war nix. Ich dachte, wir wären schon in Reichweite. Aber jetzt brauchen wir gleich nicht mehr docken, weil wir schon dran sind. Ausrüstung handeln. Das und Generator-Upgrade kaufen. Und das. Und jetzt da ins Schiff und das Generator-Upgrade reinbauen. Wo ist es? Da. Ach so, das können wir auch fest installieren. 44, 28. Und dann können wir das Bergbau-Upgrade doch noch da reinbauen. Materiallevel plus 1, Reichweite plus 2, 29, Asteroiden plus 5. Fest installieren. Das müssen wir bei den anderen auch noch alle machen, ne? So, jetzt ist die Frage, lädt er auf oder lädt er nicht auf? Ich sehe es jetzt nicht so wirklich, ne? Aber eigentlich sieht es so aus, als ob alles okay ist, oder? Oh, guck mal, der wird wegtransportiert oder sowas. So, da sind Asteroiden. Fliegen wir doch mal die Richtung gerade. Und ich würde dann ganz gerne gucken, dass wir noch ein Dingens kriegen. Sag schon, einen Titan-Asteroiden. So, Ersteindruck ist ja ganz flott, ne? Ich mache mal gerade kein Gas mehr, weil der jetzt leer tangiert da unten. Und ich wüsste gerne, ob er wieder auffüllt. Und der letzte Punkt geht noch weg. Ja, doch, er füllt auf. Nicht viel, aber etwas. Okay. Da. Asteroid mit Titan. So, ganz einfach mal aussteigen. Und Karte und Miner 3 Berg bauen lassen.
kein Kapitän drin, ne? Ich bin ein Held, ne? Ohne Kapitän geht das leider nicht, ne? Aha, okay. Na, ist ja nicht so schlimm. Dann sind wir als erstmal noch so unterwegs. T, reinsteigen, weiterfliegen und glücklich sein. Oder wie wäre das? Ach, guck mal, hier gibt es ganz viel Titan auf jeden Fall. Okay. So, der kann da richtig reinbohren. So, jetzt kriegen wir erstmal richtig Titan zusammen. Schon alle? Schon alle. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, was hier für Stationen gibt. Vielleicht kriegen wir irgendwo dann doch noch Personal. Militärstation, gibt es da vielleicht einen Kapitän? Aber Problem, was wir haben, vielleicht gibt es hier einen Kapitän, aber das Problem, was wir haben, ist, dass wir kein Geld dafür hätten. Okay, das heißt, wir gehen mal hier weiter gucken. Bauen da noch gerade was ab. Dann müssen wir das Zeug alle verkaufen. Und wenn wir das verkauft haben, dann müssen wir mal gucken, dass wir einen Kapitän anheuern. Wir müssen aber auch gucken, dass wir es schnellstens verkaufen. Fällt mir gerade so ein, weil wir ja definitiv ja auch ein bisschen Dingens brauchen, ne? Crew für die Crew-Klamotten, Geld, dass die bezahlt werden, sonst haben wir ein Problem. Okay. So, lass uns schnell schauen, wo hier das Passende ist. Ressourcendepot, fliegen wir dahin. Okay. Schnell dahin. Nicht, dass wir gleich ne, Theater haben, weil wir kein Geld haben. So, Ressourcen handeln. Die haben Vorrat, aber ich will verkaufen, also da. 50.000 verkaufen. So, jetzt haben wir erstmal 80.000 Geld, da kann nichts passieren, dass wir irgendeine Crew nicht bezahlen können. Haben wir 80.000 für gekriegt, das ist doch schon mal was, oder? Gut. Wenn wir nochmal, dann haben wir 160. Wie ist denn mit Personal hier? Gibt es sowas hier? Ich glaube nicht, ne, oder? Ah, schwarzes Brett war falsch. Crew anheuern. Was ist denn das hier? Diese Kappe brauchen wir da. So. Waffenfabrik, Schiffswerft. Gibt es bei der Schiffswerft vielleicht einen Kapitän? Dann müssen wir. Aber dürfen wir nicht. Sind wir nicht gut genug für. Alles klar. Das bedeutet, wir sind hier verkehrt unterwegs. Aber was ich jetzt machen werde, ist erstmal. Wie viel Schiffe haben wir? Sechser, ne? Jetzt werden wir erstmal hier die Schiffe einzeln aufrufen.
Schiff in Sektor wechseln. Einfach aus dem Grund, weil wir da definitiv noch was installieren wollen. Das machen wir jetzt gerade noch. Das ist ja ein Miner hier. Nee, doch. Geht nicht aus der Karte raus. Jetzt. P. Module. Bergbausystem. Fest installieren. Gut, was haben wir denn noch so? Handelssystem brauchen wir jetzt nicht. Hyperraumantrieb. Braucht man Upgrade, das brauchen wir alle gerade nicht. Ich glaube, der Miner kann erstmal weiter minen, ne? T. M. Guck mal, der hat ganz viele Blips hier, ne? Naja, aber er soll ja hier erstmal nur minen, ne? Denn das war ja Miner, oder? Vertue ich mich jetzt? Okay, da haut er ab. Ja, macht er ja auch schon. Gut, wir gehen auf die Karte. Gucken mal, das was er hier ist. Ein Schiff von Asreiter ist auch ein Miner. So kommen wir ja dann nicht hin, ne? Ein Schiff in Sektor wechseln. Machen wir auch. Dann müssen wir das auch noch fest installieren. P da rein. Plus 1 Radarreichweite. 3 Asteroiden findet er dann mehr. Auch fest installieren. Passt. Und dann T, M und minern lassen. Fliegt er? /431 ist das hier. Dann fliege ich doch mal dahin. Der da soll dahin fliegen. Und dann soll der da minern. Macht er das dann? Ich will's hoffen. Noch kommt keine Meldung, dass es nicht kann. So, nochmal Karte. Was macht er hier? Das ist der hier. Der hat noch ein paar Sprünge vor sich, also packen wir den nicht an. Das ist die Lady. Hat Asteroiden abbauen. Dann würde ich sagen... Nicht springen. Die Lady soll nicht springen. Wo ist jetzt die Lady? So, jetzt möchte ich da einfach hin, Schiff in Sektor wechseln. Die Lady ist jetzt da. Gucken, was in der Lady drin ist. Nee, einfach M. Die Lady steht an einem Dingens, sag schon. Ah, die hat gar nichts drin, die Lady. Handelssystem, Scanner, Hyperraum, Geschützkontrollsystem. Und die hat hier aber einen Bergbauer, ne? Ja. Nötig Bergbauern? Ach, die hat gar kein Personal passend, oder was?
Das ist ja auch krass, ne? Da haben wir auch was falsch gemacht, kann das sein? Dann würde ich mal sagen, müsste man mal gucken, dass man, ne, irgendwo andockt. Handelsposten, zum Glück gibt es hier was. So, einzigste, ne? Dann mal schnell dahin. Oh, ist weit weg. Subraum, wenn Signale kommen, da, okay. Ja, 25 Minuten haben wir da auch schon wieder zugange. Ich glaube, wir machen hier erst einen Cut und kümmern uns in der nächsten Folge darum, dass wir hier fertig werden. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso wie dieses Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.